Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. So, ich habe mir heute überlegt, erstmal die Musik anzumachen. Und vielleicht können wir heute mal gucken, dass wir den Erebus machen. Und dafür habe ich mal ganz, ganz tief in die Wundertüte gepackt, in die Gruben des Internets und zwei die falschen ausgesucht. Ja, absolut. Ja. Sorry, Gronkh und Sarraza hatten leider keine Zeit für dich. Ja. Jetzt musst du Tribulo und Night Thunder nehmen. Die haben uns vorgeschickt. Genau, die haben uns vorgeschickt. Wir stehen ja hier im Kontakt und so. Ja, hallo! Ja. Hallo! Willkommen hier. Der bestelle neue Welle. Wer bei mir natürlich auch auf dem Kanal. Oh Gott, was habe ich mir da angetan? Ja, das weiß ich nicht. Hier sind wir. Der Besten. So. Hier sind wir und da bist du und das ist Neidi. Oh, sorry. Ausgerutscht. Ach, übrigens, was? Du müsstest doch einen leeren Whitestone im Inventar haben. Ja, hab ich. Oh. Ja, da will das raten, wer für dein Schuld ist. Oh, ich da. Nicht. Da hast du. Ja. Ich nicht, ich hab in die Luft geschossen. Ja, und dich getroffen. Na gut. Ja, ich ist hab halt mich so. Nämlich in dich reingestellt, bin einmal gesprungen und hab nach oben geschossen und bin dann weggelaufen. Gut, dass du ein dritter Fall ist. Ich bin das ja hier nicht anders gewöhnt mit diesen kaputten hier. Ey. So, ja. Wir haben uns hier jetzt zusammengefunden, weil wir wollten ja einmal, glaube ich, die neue Plattform so ein bisschen einweihen und vorstellen, ne? Mhm, genau. Wir sind nämlich auch wie alle anderen zu Vidme geswitcht und brauchen unsere 50 Follower. Darum machen wir hier ein bisschen Cross-Promotion. Sie. Wenn das gut ankommt, dann kann das eventuell sein, dass man da auch mehr draus macht, als nur so ein bisschen hier bei Dosh in der Welt. Mhm. Rumblödelt. So eine ganz neue Welt zum Beispiel, ne? Könnte man drüber nachdenken, aber dafür, ne? Ja, ja. Und ich habe mein Inventar nicht voll. Stimmt, dafür ist die Truhe jetzt hier voll. Was ist da los? Also, ne, für den findigen Zuschauer, ich war eine Stunde hier. Gut, reden wir nicht weiter drüber. So, du wolltest jetzt mit uns hier irgendeinen krassen Typ hauen. Ja, wir wollen mal gucken, den Erebus, ne? Ist ja eine Questreihe, die ich noch machen muss. Alleine ist das ziemlich langweilig. So, da gibt es auch eine Quest. Ein neues Questbuch, das ich gar nicht so kacke finde. Könnt ihr vielleicht mal drüber nachdenken, ob man mit Nighty oder so oder. Nee, mit Nighty nicht. Also ich tausche Nighty einfach mal gegen Klatto aus. Und ob man da nicht selber mal Project Ozone anfängt. Nee, auf jeden Fall. Jetzt fängt schon wieder genauso an wie sonst, ne? Das ist Quatsch. Oh, komm, Flo, komm zurück. Komm zurück. Komm, Hase. Hab dich nicht so. So, den Aerobus. Genau. Das ist, finde ich, wo? Das ist unter Theta, also THETA. Theta. Ja. Da komme ich nicht ran. Hi, hier bin ich. Das ist wahrscheinlich, weil ich die ganzen Quests nicht abgeschlossen habe, weil das mir zu viel war. Also, ja gut, kann passieren. Bis Theta ist es bei mir freigeschaltet. Aber es macht nichts. Gut. Dann, Aerobus, los geht's. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal 10 Stone Racks, 6 Oaklings, Staff of Gaea und einen Gaen Keystone. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist mir jetzt auch egal. Ich würde sagen. Das ist aber relativ schnell gemacht. Ein bisschen Glowstone Ingot, ein bisschen Zanitblock, ein bisschen. Was? Aerogel? Ja. Aerogel? Ein Aerovogel? Eine Orgel kenne ich. Ja, das auch. Ja, in der ersten verkackten Aufnahme waren wir ja schon mal in ETA und haben da uns schon mal ein bisschen umgeschaut, ne? Ja, das Zeug habe ich jetzt auch hier irgendwo hingepackt, aber frag mich jetzt nicht wo. Ja, Ordnung hält es nur zu faul zum Suchen. Richtig. Also für meine Zuschauer, der gute Dosh, der spielt das Ganze im Kappa-Modus. Der Titan-Modus ist der Hard-Modus von Ozone 2 und der Kappa-Modus ist der Hard-Mode vom Hard-Mode. Genau. Das ist der für die absolut Kranken. Kannst du mal ein paar Rezepte aufrufen? Ja, also warum der Dosh zum Beispiel hier noch kein ME-System hat. wie heißt das Ding? ME-Controller, ne? Genau. Das Ding der Launch-Controller. Da ist er doch. Der ME-Controller. Der benötigt Concentrate Cloud Seed Bucket. Ja, Pure Flux Crystals kennt man ja. Osmium Crystal. Geistdome Block kennt man auch. Machine Frame Resonant. Und was ist das hier jetzt eigentlich? Concentrated Cloud Seed. Willst du dir das echt antun? Ach, aus Navett mit Clay und Cloud Seed. Ich Cloud Seed? Mit Clay
Und Eis, ja natürlich. Und Wasser. Ja, das Lustige ist, ist der Machine Frame Resonant. Den musst du im Assembly Table machen. Der Assembly Table ist ja eigentlich kein Problem. Ja, aber die ganzen eigentlich davor musst du auch erstmal im Assembly Table machen. Alter, du musst erstmal auf 6 Millionen RF kommen. Ja, ja. Läuft. Dann brauchst du einen Zombie-Elektrode, ein Enderium-Gear und ein Machine Frame und ja, das auch. Lumumba kenne ich. Lumumba, ein afrikanischer Freiheitsheld. Boah. Ja, ich kenne den. Hab hier irgendwie gesehen, es gibt auch. Alter. Genau, natürlich. Für einen programmablen Controller brauche ich einen Remote. Eine Fernbedienung quasi. Für einen Transistor und GPS-Tool. Vor allem, ich brauche für eine Fernbedienung ein GPS-Tool. Hör doch mal auf mit dem Scheiß. Ja, das Ding ist jetzt leer, ne? Das Ding ist uncharged. Hast du gut gemacht. Ich hab jetzt keinen mehr. Ja, ich hab noch einen. Stell auf ihm, auf ihm, auf ihm. Warum? Weil er sich, wir haben Blutmond, der chargt sich dann zu einem Bloodstone. Und dann ist er erstmal useless. Ach ja, Blutmond kennt man ja auch noch, ne? The Blood Moon is rising. Ja, ja. So. Ich mein, ich schieß extra nicht auf dich, ne? Um das Ding hier nicht leer zu machen. Und was machst du wieder, du Affe? Ich habe eigentlich auch noch vor dich geschossen, weil da steckt nämlich noch der Pfeil im Boden. So, was machst du jetzt hier? Ich bereite gerade alles vor für den Erebus. Früher hat man sowas immer vorher, zwischen den Folgen. Quasi wie bei Gronkh ZDF, zwischen den Folgen. Oh Gott. Ja, ich habe mir auch, als ich das gelesen habe, erstmal gehörig vor den Schädel gehauen und habe gesagt, ja, genau, ZDF, zwischen den Folgen. Was denn auch sonst? Ja, ich habe so ein bisschen vergessen, dass man da noch ein bisschen vorbereiten muss. Kennst du das hier? Ein Offering-Altar? Nein, aber wahrscheinlich, ich kann da nicht reingucken. Ja, da gibt's doch nichts zum Reingucken. Da legst du einen Emerald rein, Obsidian und ein Dia. Dann geh ich lieber 3 Schritte weg. Oh oh. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über WidMe. Ja, WidMe, neue Plattform, ne? Trivolo ist da, ich bin da. Nighty ist, glaube ich, auch da. Jawohl. Aber das ist ja nicht so wichtig. Noch nicht? Noch nicht. Klaus ist da. Klaus ist da. Amiga Link ist da. Hey, was hat er jetzt gemacht? Was ist das? Das ist ein. Die werde ich jetzt gucken. Ja. Kannst du auch einmal machen. Dann mach ich schon mal weiter. Ja, Amiga Link ist auch da. Ich glaube, so von uns. Ich glaube, so ein Bakerman ist, glaube ich, noch nicht da, aber liegt daran, dass er noch im Urlaub ist. Keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt mehr zu Bakerman. Ja, ich weiß. Der Kontakt ist ja irgendwann mal eingeschlafen. Schon wieder den Magneten an. So. Erebus, okay, den Mod kenne ich noch gar nicht. Theoretisch sollten wir uns dazu entscheiden, sowas selber zu machen. Nighty ist lange raus aus Minecraft, ich bin lange raus aus Minecraft. Das könnte lustig werden. Ich kann das Ding nicht. Wie hast du das jetzt gemacht? Shift rechts. Okay. So, und weil ich so klug bin und alles vorbereitet habe, habe ich wieder was vergessen. Jemand anders. Kennt man es eigentlich anders von mir? Ich glaube nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Dachte ich. Muss mal ganz kurz in den Nether, weil wir brauchen Thorn-Vibes. Was für ein Ding? Dornen. Diese gelben Teile da. Thorns. Das ist klar. Dann haben wir auch eigentlich soweit. Ich bin jetzt mal schnell unterwegs. Ja, sie schien. Musst du nur sagen, Nighty, ich brauch dies und das, jetzt. Und dann sagt Nighty, alles klar, 50 Sekunden später, hier, bitteschön, kriegst du erstmal 3 Stacks. Das ist die neue Automatisierung, ne? Und dann guckst du deine OP, aua, guckst du deine OP-Liste, aua! Ich bin mit den Spinnen hier nicht richtig. Ja. Dann guckst du deine OP-Liste durch und stellst so fest, der ist gar nicht OP. Wie hat er das gemacht? Der ist jetzt ernsthaft fahren gegangen? Was ist mit dem? Mach immer so. Rüstung ist cool. Kannst du auch noch hier Double Jump und so machen. Das ist richtig geil, ne? Kommt der WoW-Spieler durch. Double Jump. Double Jump. Oh, hier die Creeper mit der recht kurzen Lunte. Ja, ja. Ach, nur zur Info, die Zombie-Pigments haben Dauer-Agro. Ich bin weg. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Ich hau hier ab. Hier ist schon wieder so eine Spinne. Verpiss dich. Ja. Was ein Glück, dass Dosh uns hier mit irgendwelchen Mega-Endzeugs, High-Endzeugs ausgestattet hat. High-Endzeug? Du bist lustig. Ansonsten würde ich jetzt wahrscheinlich schon wieder kläglich sterben. Wahrscheinlich. Was haben wir hier? Nether-Tangsten-Ohr.
Nehmen wir es mal mit. Also ich bin fertig, ne? Ich hab jetzt alles. Okay. Können wir jetzt Nighty zu dir sagen, oder was? So ungefähr. Nighty 2. Nee, das wäre eine Beleidigung. Und wenn ihr need some heal, call the Night Hunter. Hey! Was? Re? BB. So, jetzt aber. Ich glaube, es geht schon wieder los. So, was brauchst du jetzt? Zweimal den Stuff of Gaea. Okay, warum zweimal? Weil wir den zweimal brauchen und ich habe nur einen Glowstone Angel dafür mitgenommen. Also ich finde, nach wie vor bei Pneumatic Craft sind die Assembly Chamber oder nee, Pressure Chamber Textur echt schlecht gewählt. Ja, sind sie auch. Da finde ich die Jungs von Immersive Engineering ganz cool. Hier Sunrise heißt der eine, glaube ich. Und ich weiß gar nicht, wie sein Bruder heißt. Also ich muss sagen, Immersive Engineering, geiler Mod, finde ich. Auf jeden Fall. So, das kann weg, das kann weg, das kann... Nee, das kann nicht weg. Ich und die Energieversorgung ist ein bisschen schwach bei Immersive. Wer gewollt. Deswegen gibt es ja auch das neue Engineering Pack. Gehört, dieses Pack soll richtig gut sein. Das Engineering Pack. So, jetzt haben wir alles. So? Keine Ahnung. To the Big Buck Dimension, okay? Ja. Das ist eine Anspielung an den Film Starship Trooper. Heißt der so? Weiß ich gerade nicht. Ja, doch. Das ist ja mit den Bugs, mit den Bugplaneten und so. Ja. The Brain Bug. Und es gibt, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Film heißt. Ich glaube, zum Mittelpunkt der Erde, oder? Reise zum Mittelpunkt der Erde, so einen Film gibt es, jawohl. Ja. Was meinst du, wo wir... Sag mal, kannst du da oben bitte noch einen Block hinsetzen? Nee. Hör mal. Alter, dann nimm den auf der anderen Seite raus. Ja, ist ja gut. So ein Chaos hier. Das ist ja wohl unmöglich. So, und? Ja. Ich würde sagen... Jetzt hast du den Star of Ocarina's Time oder so. Ja. Und ich muss mal sagen... Ich hasse diese Welt ein bisschen. Weil welchen? Floß von innen hohl. Das ist ja nichts Neues. Oh, du alter Hohlkörper. So, du hast diese Welt. Warum? Weil? Weil wegen den Mobs, die hier drin sind. Ich sehe zwar auf der Karte, dass hier einige sind, aber ich sehe noch keine vor mir. Also so ziemlich 90% aller Mobs hier sind Käfer. Ja, toll. Mhm. Hier ist der Crush. Das ist perfekt. Weil wir dürfen hier drei Bosse suchen. Den Crush Room. Ja, den Crush Room, den Mushroom und den Shroom. Genau. Und Shroom. Ne, der Crush Room ist der erste Boss. Wir haben so ein paar Shrooms im Kopf. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Los. Da sind sie wieder. Dann haben wir... Boah, wie heißt der nochmal? Die Tarantula Brutmother. Natürlich, die Tarantula. Die gute alte Brutmutti. Wie sie. Erinnert halt schon so ein bisschen an Dingens. Du bist jetzt übrigens bei 13 Minuten. Ja. Und da sehe ich auch schon den Crush Room. Nicht? Der da vorne eine Biene. Ja, da vorne. Was ist denn der? Ey, hör mal, was soll denn das hier? Die Käfer. Oh, ich bin so schnell. Wo seid ihr denn hin? Wo seid denn ihr? Ich glaube, ich sehe den Crush Room auch. Ich weiß nicht, ich sehe da hinten irgendwas, das mit zwei Boxhandschuhen. Ich hab gerade stand. Wo seid ihr denn hin? Ich sehe da einen. Da sehe ich Nighty. Oh, der guckt mich an. Guckt zurück. Ja, das ist der Crush Room. Dann kannst du sagen, wie Dingens hier. Wer hat denn das nochmal gesungen? Du hast geguckt. Wenn er dich anguckt, meine ich jetzt. Oh, Alter, diese Rüstung ist irgendwie... Ja, zum Shiften ist das... Du bist halt beim Shiften scheiße langsam. Klaut er einem das Zeug aus dem Inventar? Keine Ahnung, ich hab ihn umgehauen. Ich hab einmal drauf geschossen. Wieso klaut er einem das Zeug aus dem Inventar? Was ist denn mit dem los? Wir hatten mal einen Crossbow jetzt. Hi. Da war ein kleiner. Nighty. Ich hab einen Epic Shader Grabback aus Immersive Engineering. Ja, das ist schön für dich. Kann ich das aufmachen oder was kann ich damit machen? Shift-Rechtsklick. Ja, warte, ich muss es erstmal mir in die Leiste ziehen. Alter, was für ein blöder. Shader Twilly. Ja, und du kannst damit so ein paar Teilen von Immersive Engineering ein neues Design verpassen. So wie den Ballon oder den Chemical Thrower. Hier nicht.
Ich weiß. Wollte ausprobieren. Ja. Gut. So, das war der erste Boss. Schon wieder einen Crush-Room. Was ist mit dieser Welt hier los? Der Himmel färbt sich. Ich fühle mich gerade wie auf einem LSD-Trip. So, was haben wir jetzt? Als nächstes müssen wir gucken, müssen wir die Tarantula Rootmother finden. Ja, dafür müssen wir das Gebiet Subterrane Savanne finden. Haben wir doch hier. Subterrane Savanne sind wir doch drin. Ja. Und dann haben wir hier nur Crush Room. Ja. Hier dieser Baum, wo ich hier neben stehe, wo wir gerade eben waren. Dieser Baobab wurde hier. Baobab. Genau der. Den müssen wir in ganz, ganz dick finden. Und da spawnt die drin. Ganz, ganz dick. Ja. Also so einen dicken Lümmel hier. Ja, so einen richtig dicken. Einen dicken Prängel, du. Brauch ich nur an mir runtergucken. Oh. Boah. Achtung, Captain. Es sinkt für Sie das Niveau. Was ist das? Weiß ich nicht. Das sind Käfer. Ja. Lass sie doch mal in Ruhe, die haben dir nichts getan. Bam! Jetzt habe ich mich gerade ein kleines bisschen erschrocken. Warum? Weil da so ein Typ mit einem dicken Lümmel um die Ecke kam. Mit einem ganz dicken Lümmel. Hier ist ein Beetle. Beetlejuice. Man sagt es nicht dreimal. So, ja. Dann suchen wir mal weiter, ne? Das sieht wohl so aus. Weil hier ist alles voller Mushrooms, Alter. Was ist denn hier los? Käfer. Alter! Nighty? Weißt du auch, worüber wir eben gesprochen haben, dass die Mobs stärker werden? Ja. Diese scheiß Käfer haben schon 74 Leben. Ja, ich seh's. Ich merk's. Aua. Ja, ist doch vollkommen in Ordnung. Wer ist denn Dylan Forever was slain by Wasp? Das ist mein Server-Manager. Okay, ich bin verwirrt. Frag nicht. Ich weiß es selber nicht. Aua! Der versteckt sich hier. Ah! Das ist eine schöne Dimension, ne? Otze. Ich hab einen Chimney umgebracht. Nochmal. Hast du hier diesen komischen Mod Big Hat? Nee, Big Hats ist das nicht. Wer ist denn der? Ach, hier, Headcrumbs oder? Ja, ich glaube, da kann man. Nee, Hüte sind nicht drin. Nee, den meine ich auch nicht. Gibt so einen Mod, da kann man Spieler mit hinzufügen. Da hatte ich doch damals. Ah, ja, ich erinnere mich. Weiß gar nicht mehr, bei. Mit Klatto zusammen in Sky Factory 2.5 hatte ich euch doch alle so hinzugefügt. Mhm. Nee, der ist, glaube ich, hier nicht bei. Okay. Boah, Alter, ekelhaft, ey. Wir kommen bei dieser Welt, bei diesem Titan-Beetle und so weiter, da gehen mir richtig die Haare hoch. Ja. Weil das einfach nur widerlich ist. Jetzt weiß ich, wie ich diese Welt hasse. Los! Problem ist aber, man muss ja durch diese scheiß Welt ein paar Mal den letzten Boss besiegen. Im Kappa-Mode. Okay. Ui, hier ist eine dicke Schlucht. Bisschen, ne? Mhm. Oh, 18 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange machst du deine Folgen immer? Ich mach sie immer so 20 Minuten. Alles klar. Ich würde die auch so ungefähr 20 Minuten machen. Ich glaube, wir können das aber auch schon bald beenden und mal gucken hier, dass wir diese scheiß Brutmutter finden, oder? Ja, ich denke. Ja, gut. Wollen wir dann hier beenden, oder? Wollen wir machen. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Alter! Wo bist du denn? Hier, da. Ich wurde gerade von der scheiß Libelle hochgezogen. Weißt du, wie ich mich erschrocken habe? Wir haben es gehört. Also, ja. Also, so, ich glaube. Da war ein Loch. Hier, komm. Warte. Hallo. Jetzt. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder am Erebus. Und dann würde ich sagen, haut da rein, ne? Genau, tschüss. Tschüss. Wow.